Anja hier für tabelblog.de. Ich bin noch auf dem Willif-Stand auf der CES und vor mir habe ich das Willif X70 Windows 7 Slate. Das sieht ein bisschen so aus wie das X7, auch von Willif, das ist aber ein Android-Tablet. Wir haben hier jetzt Windows 7 und hier drin steckt ein Intel Atom-Prozessor, die Intel Oak Trail-Plattform mit 1,5 GHz. Wir haben 1 GB RAM drin, optional auch 2 GB. Außerdem Windows 7 Starter oder Home Premium, je nachdem, wie viel man ausgeben möchte. Wie gesagt, 7 Zoll Display-Auflösung, 1520x600. Der Touchscreen hier ist kapazitiv, unterstützt auch Multitouch. Na, die Menüs sind hier recht klein natürlich bei der Auflösung, aber der Touchscreen funktioniert an sich gut. Wir öffnen mal ein paar Bilder. Da haben wir Pictures. Und wir wollen mal das Multitouch hier testen. Da öffnet es auch schon. Da haben wir hier tatsächlich Multitouch. Funktioniert nicht ganz so gut, der Prozessor ist gerade ein wenig überlastet, fürchte ich. Ja, das hier ist also das Willif X70. Moment, kurz noch um die Anschlüsse herum. Hier hinter verbirgt sich ein HDMI-Ausgang, Micro-SD-Kartenleser und ein USB-Anschluss, wenn ich mich nicht irre. Wir haben hier ein paar Funktionstasten. Hier kommt die Tastatur rauf und die ist auch sehr gut gestaltet. Wir können es gerade nicht in die Hand nehmen, aber so kann man mit den Daumen super darauf schreiben. Außerdem Windows Home Key und so weiter. Hier haben wir, wenn ich mich, das hier, das ist, finde ich sehr gut. Wir haben hier Maustasten. Da muss man, hier haben eine rechte und eine linke Maustaste. Man muss also nicht lange auf das Display drücken, um einen Rechtsklick zu machen. Das finde ich sehr gut. Sonst sieht das Tablet sehr dem Willif X7 ähnlich, nur eben mit Android. Ja, das war also das Willif X70 auf der CES in Las Vegas.